Hey Leute, was geht? Schön, dass ihr wieder einschaltet. Jetzt mit einem anderen Video zu den Spezialisten. Ich möchte mit euch heute alle neuen Spezialisten durchgehen, sowie ihre Fähigkeiten und ihre Anpassungsmöglichkeiten durchzugehen, damit ihr mal seht, ja, vielleicht spare ich doch lieber auf den oder den Helden, weil, aber ihr könnt ihn noch nicht sehen oder nicht anschauen. Daher würde ich sagen, fangen wir einfach mal zusammen an. So, das ist der Kennung Ruin. Und der Ruin hat, wie ihr seht, diese zwei Exo-Dolche oder Exo. Ja, ich denke mal, das sind Dolche. Exo-Dolche. So, Stacheln, die eine Explosionsschockwelle erschaffen, wenn sie in den Boden gerammt werden, zerstören alle Feinde in direkter Umgebung. Das heißt, er springt hoch, knallt auf den Boden auf und zerhämmert alles, was nicht niegelnagelfest ist. Übersteuerung, das wäre die zweite Fähigkeit, die man immer hat. Man kann im Spiel immer abwechseln, man kann überlegen, was für eine Fähigkeit man mitnimmt. Man kann nicht beide mitnehmen, nur eine darf man mitnehmen. Kybernetische Beinverbesserung, die ihnen eine kurzzeitige Temposchub, das heißt, man rennt einfach schneller und unbegrenzt. Dazu gehen wir jetzt mal in die Anpassung. Ihr seht, so sieht unser Kerl aus. Ganz schön strammer Bursche, super Grafik. Und nun gehen wir mal auf den Helm. Wir gehen das mal ein bisschen zügiger durch, denn wie gesagt, bei 9 Stück wird das Video sonst sehr, sehr lang. Erstmal die Grafik, bin ich immer noch beeindruckt wie ein Nichts. Okay, hier, ihr seht, das ist bis jetzt, das ist nur ein bisschen Bemalung. Hier kommen wir der Sache schon was näher. Da hat er einen strammen Helm auf. Ich hoffe, man kann auch wieder eigene Helme looten oder sowas in der Art. Das wäre cool. Hier haben wir auch wieder nur verschiedene Helmarten. Hier halt hätten wir ein Headset oder so ein kybernetisches Headset, was auch immer das sein soll. Und hier haben wir natürlich so eine coole Ghost-Maske, sag ich mal. Wie Army to Hell oder wie auch immer das hieß. Der Schwarzmarkt, geheim, das sind natürlich dann deswegen Schwarzmarkt, weil das geheime Köpfe anscheinend sind, aber man kann leicht herauskennen, was das für Köpfe sind. Einmal kurz weitergedrückt, okay, damit hätten wir dann den Körper jetzt. So, wir gehen da doch was zügiger durch. Ihr seht, das ist der Standardkörper mit 3 verschiedenen Farben. Dann haben wir hier eine dickere Panzerung, die sieht wieder sehr gut aus, aber sehr auffällig. Dann haben wir hier noch eine mit so Totenköpfen und Flammen. Macht was her, aber die hier finde ich persönlich, der Gladiator mit dem Messer hier hinten, finde ich natürlich am schönsten. Dann hatten wir wieder mal den Schwarzmarkt. Ja, da kann man natürlich jetzt viel spekulieren, was das wohl sein wird. Aber sieht nicht schlecht aus. So, dann haben wir die Waffe. Ach, die Waffe, das bringt wahrscheinlich nicht so viel. Spott und Gesten. Gutes Spiel. Ist geheim da. Also, da kann ich euch leider nichts zu zeigen. So, dann wollen wir mal zum zweiten. Das ist der Outrider. Das ist eine Bogenschützin. Ja, mit dem Ding zu treffen, das erfordert schon ein bisschen Skill, denn der Visierpunkt ist ziemlich, ziemlich klein. Aber sie macht One-Shot, die Waffe. So, Composite-Bogen, der Pfeile mit je nach Zugdauer steigender Reichweite verschießt. Feinde explodieren bei Kontakt. Außerdem hat er noch Impuls, die Umgebung anpingt und alle Feinde in Reichweite anzeigt. Das heißt, das ist wie so ein Durchblick, wie so ein Röntgenblick. Sehr, sehr nützlich. Dann würde ich mal sagen, passen wir mal die Kleine an. Wir schauen mal. Der Helm. Und hier, das ist eine Frau. Und natürlich das hier nur in verschiedenen Farben. Dann hätten wir diesen Helm. Ja, okay, das sieht aus wie die aus Predator, muss ich sagen. Auch so die Bemalung und. Ist ganz okay, ist ganz okay. Also der Jäger ist natürlich immer mit einer Kapuze, so kennt man es in den Spielen. Und mal sehen, was der Schwarzmarkt zu bieten hat. Natürlich auch Kapuzen. Dann haben wir noch den Körper. Der Körper hat wieder 3 verschiedene Farben als Standardausrüstung, dann schon ein klein wenig gepanzert. Und dann hätten wir noch natürlich Amazonas. Amazonas sieht ganz strong aus. Und ABIN sieht nicht schlecht aus. Der Schwarzmarkt bietet auch so etwas Ähnliches. Ich bin mal gespannt, was man dafür machen muss. Selber weiß ich es noch nicht. So, nicht lang trödeln. Weiter geht's. Der Prophet. Ja, der Prophet ist jemand, der hat eine, sieht aus wie eine Schrotflinte, ist aber keine. Er nach einer kurzen Verzögerung schießt er einen Blitz auf einen Gegner, der natürlich einen schockt. Also dadurch kann sich der Gegner auch nicht mehr bewegen und mit viel Glück ist er auch direkt tot. Laden Sie einen Blitz auf, der Feinde durch einen Sturmschlag eliminiert und dann auf andere Feinde näher überspringt. Das heißt, du tötest den, der Schlag springt weiter auf einen Gegner und der wird gelähmt. Dann hätte er aber noch Zeitsprung. Springen Sie an eine frühere Position zurück, während alles andere halten bleibt. Das heißt, Sie rennen nach vorne, der Typ kommt, Sie springen schnell nach hinten zurück, einfach zu Ihrem Anfangspunkt. So, ich würde sagen, wir gucken uns den Kerl mal an. Das ist ein dunkelhäutiger Mensch
Und der hat natürlich auch, wie immer, also es ist meistens weiß und grün, so wie es aussieht. Dann hat er hier eine, die Panzerung oder der Helm sieht schon ganz cool aus. Das hier sieht ein bisschen aus, wie wenn man sich da oben drauf konzentriert, auf diese Kamera, was das ist, sieht das aus wie Eagle Eye oder wie eine Verarsche von Iron Man. Gut, was soll man hierzu sagen? Der Kerl ist, das ist Riddick anscheinend hier in der Version. Dann haben wir hier noch geheime Köpfe, die sehen, der hier scheint aber auch derselbe zu sein, wie wir schon kennen. Dann der Körper, gut, hier haben wir wieder zweierlei Farben. Und dann kommt die dicke Panzerung. So, das sieht schon, oh, hier hat der wie so vier kleine Jetpacks dran. Der Erzengel sieht natürlich, finde ich, geil aus durch die ganzen Chromteile, die er dran hat. Und Apokalypse, das sieht man, dass der so in einer, naja, der sich aus Bierdosen ein Jetpack baut oder was auch immer, sieht schon interessant aus. Dann haben wir hier natürlich wieder auf dem Schwarzmarkt die geheimen Gegenstände und das war's auch schon. So, weiter geht's. Wir haben die Batterie. Ja, das ist eine, ein Mädel, das ist ganz schön dick hinter den Augen, Ohren und Füßen hat. Sie hat einen Granatwerfer in der Tasche. Dazu braucht man wohl nicht viel sagen. Granatwerfer, der abprallende Granaten verschießt, die nach kurzer Zeit explodieren oder wenn sie einen Feind direkt treffen. Oder sie hat Kinetikrüstung. Damit spiele ich am Anfang, weil wenn man noch nicht so viele Charaktere hat, man hat ja nur diese ersten vier, die ich jetzt gerade zeige, hat man zur Auswahl und muss sich was auswählen. Finde ich das nicht schlecht. Reaktive Panzerung, die feindliche Kugel von ihrem Körper abprallen lässt, dennoch verwundet durch Volltreffer und nicht Kugelschaden. Das heißt, Granaten können dich killen und direkte Kopftreffer. Also Volltreffer sind ja in COD nur Kopftreffer. Also ansonsten prallt an dir jeder für eine bestimmte Zeit jede Kugel ab und das kann dir schon mal auf den Arsch retten. Diese rüsten wir mal aus mit. Was denn? Oh, drei verschiedene Gesichtsbemalungen. Dann hat sie ein Käppi auf die Kleine. Das sieht, naja, für mich kein Fall. Aber hier, das sieht ja aus wie Captain America in Panzerung. Die sieht cool aus. Die sieht aus, wie man so aus den Filmen kennt. Und hier haben wir auch nochmal eine sehr, sehr coole Rüstung, wie ich sehe. Der Körper hat wieder drei verschiedene Farben, wie immer, das hat ja nichts Neues. Hier haben wir so ein, naja, Sturmgreifer-Outfit, alles klar. Und was haben wir hier? Ah, der America. Der America. Oh, America, so wie America. Ah, clever, clever. Und der Custom. Der Custom sieht auch noch sehr nice aus. Hier haben wir wieder die dicke Panzerung. Oh, die Panzerung sieht anscheinend auch sehr gut aus. Oder die. Ich bin mal gespannt, was uns da erwartet. Jetzt kommen wir zu denen langsam, die nicht jeder direkt von Anfang an hat. Die muss man erst freispielen. Da ist Seraph. Seraph sieht ganz geil aus. Hat einen dicken, dicken, großkalibrigen Revolver, der verheerende Kugeln mit größerer Durchschlagskraft verschießt. Das heißt, wahrscheinlich wird jeder Schuss One-Hit machen, so wie es aussieht. Das ist der One-Hit-Revolver. Den hatten wir schon mal gesehen, worüber Spieler sich beschwert haben. Aber ich meine, ganz ehrlich, das ist ihre Fähigkeit. Kampffokus bei Aktivierung bringen alle verdienten Punkte einen Bonus-Multiplikator für Punkteserie. Das ist natürlich eine coole Idee, aber ich denke, die meisten werden den One-Hit-Revolver nehmen. So, wir fangen mal mit A, wieder eine Frau, diesmal mit einer, mit diesem, mit dieser Sturmhaube. Hier hat die Frau, wie kann man es sagen, sieht ein bisschen aus wie Zero aus Maske. Dann, das sieht natürlich richtig cool aus, hat was von Ghost, COD Ghost. Und hier sieht sie aus wie ein ganz normaler Captain. Mal sehen, was haben wir hier? Augenklappe. Aber das sieht mir einfach aus wie die anderen von den drei hier. Aber nur immer. Bestimmt noch eine spezielle Farbe in Gold oder so. Das ist bestimmt Gold, wie immer. Mal sehen, was haben wir hier für eine. Oh, sehr nettes Schwert. Oder Machete eher gesagt. Da ist der Revolver. Wie ihr seht, könnt ihr den Revolver mal begutachten. Der sieht nicht schlecht aus. Dann haben wir natürlich Pirat. Jetzt sieht sie ja aus wie ein Pirat. Naja, obwohl so ein Pirat ist okay. Oder der Motor. Also der Motor gefällt mir noch persönlich besser. So, dann gehen wir mal weiter. Wen haben wir hier? Den Nomad. Der Nomad ist auch so eine kleine Missgeburt, die man nicht unterschätzen sollte. Setzt Fallenkapsel ein, die bei Aktivierung einen tödlichen Nanodrohnenschwarm freisetzt. Das heißt, er setzt sich in der Ecke. Schickt ihn los, aktiviert ihn und alle Gegner sind am Arsch. Neueinstieg. Steigen Sie an der Position Ihres Ablebens dank einer Injektion eines Nanopartikelteroms wieder ein. Neueinstieg bei Tod durch Spezialwaffe unmöglich. Das ist natürlich nicht schlecht. Einfach mal ein zweites Leben schnell.
Obwohl man, obwohl ich dann denke eher, dass man schnell über den Haufen geschossen wird, noch ein zweites Mal hinterher. Er hat hier eine kleine Kopfbedeckung wie ein Pirat oder wie so ein Schweißer, er sieht der hier aus. Die hier sieht ganz lustig aus. Und hier hat er einfach nur eine Augenklappe. So, dann wollen wir mal den Körper anschauen. Der Körper natürlich wieder ein paar Farben. Aha, die Ausrüstung, wir, falls ihr schon mal ein Kampagnenvideo von mir gesehen habt, die Ausrüstung habe ich zurzeit an. Profi und Erde. Erde sieht okay aus. Mal sehen, was haben wir hier? Revolution. Revolution, ja, Revolution sieht ganz gut aus. Fundra sieht besser aus. So, dann würde ich mal sagen, geht's weiter mit dem Reaper. Der Reaper oder die letzten drei Klassencharaktere finde ich am geilsten und werde ich auch wahrscheinlich am häufigsten spielen. Ob ich den Multiplayer mit aufnehmen werde, ist noch, bin ich noch am Überlegen. Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall Story, Zombie-Modus nehme ich auf und was noch so kommt. Aber der Multiplayer werde ich mal überlegen. Falls es gewünscht wird, schreibt es mir einfach mal und dann werde ich das überlegen. So. Der Reaper hat die Sense, Minigun als Armansatz, die großen Schaden in einem konzentrierten Wirkbereich anrichtet. Das heißt, der hämmert einfach mal alles raus, was geht. Und damit kannst du ziemlich viel ne Kills machen. Psychose, erstellen Sie drei Köderklone von sich, die nach vorne rennen und Feinde ablenken. Ist das nicht geil? Falls ihr euch nicht sicher seid, macht der drei Klone, die rennen alle nach vorne. Und ihr hämmert von hinten einfach durch. Ich bin so aufgeregt, was der wohl an Ausrüstung hat. Er sieht nicht nur mega geil schon aus, ja? Nein, wir schauen mal. Okay, natürlich. Der Kopf ist wie immer weiß und grün. Jetzt haben wir hier einen anderen Kopf. Gut, ich muss ehrlich sagen, sieht okay aus. Der Anfangskopf gefiel mir aber besser. Der hier sieht schon bedrohlicher aus. Und der hier sieht schon so nach so einem richtigen Motherfucker aus, ja? Also ich bin jetzt schon tierisch angetan, den später zu haben. Dann den Körper selbst. Der ist weiß oder grün. Dann natürlich, oh, sieht der schon mal richtig gut aus. In, oh ja, der Profi oder der Erdeskin, beide sehen gut aus. Der Retrograd ist natürlich, wow, der Skin gefällt mir richtig gut, aber Hightech, gut, schlägt natürlich alles nochmal. Ich bin mal gespannt, was man dafür haben muss. So, ich würde mal sagen, dann geht's auch weiter direkt. Spectre. So, der Spectre ist der Ripper. Der Ripper. Armverbesserung, die eine tödliche Klinge für weitere Nahkampfsprünge besitzt. Wenn aktiviert, greifen sie beim Drücken von R im Nahkampf mit dem Reaper anstelle ihrer Waffen an. Das ist cool. Sie werden kurzzeitig beinahe unsichtbar. Was heißt beinahe? Entweder ich werde unsichtbar oder ich werde nicht unsichtbar. Aber beinahe, was ist denn beinahe für ein Kackwort? Unsichtbar finde ich schon mal bei dem eine richtig geile Sache. Stell mal vor, du bist unsichtbar, dich kann kein Arsch sehen und du rennst einfach und nieder, metzelst alle nieder. Vor allen Dingen, da ja in COD der Nahkampf einen sofort tötet. So, der Kopf bedeckt. Die Kopfbedeckung ist natürlich, oh, weiß und grün, welch ein Zufall. In so einem schönen Carbon ist das Glas. Der Kopf gefällt mir auch sehr gut. Das ist wieder so ein Ghost-Kopf, den ich. Oh ja, bevorzugen würde, den zu nehmen. Und der hier sieht aus wie aus Deadpool ein bisschen. Wie gesagt, sieht nur so ähnlich aus. Ja, jetzt alle, die denken, was labert der denn? Nein, ich finde, der sieht ein bisschen aus wie ein Deadpool. So, Körper, weiß und grün. Dann haben wir hier natürlich, oh, hier hat er eine Knarre vorne und ein kleines Päckchen hinten. Mal sehen, die sieht richtig geil aus. Knochen. Knochen sieht mega gut aus, gefällt mir richtig gut. Mit dem kleinen Messer vorne, Knarre direkt, die Pistole daneben. Der Fahrer, ja, wenn er noch fahren muss, ist natürlich blöd, aber nichts trinken. Aber der Fahrer ist natürlich rot gekennzeichnet. Achtung, Vorsicht, Gefahr. Hat was. Fällt zumindest auf dem Schlachtfeld sehr schnell auf in der weißen Map. So, und dann haben wir noch den letzten hier, der Firebreaker. Ich würde sagen, der Firebreaker ist so ein kleiner Hitzemann, weil der hat natürlich der Reiniger. Er hat einen Reiniger dabei. Mit dem Reiniger reinigt er alle mit den Flammenwerfer. Einem dauerhaften Flammenstrahl verbrennt alle Feinde in direkter Umgebung. Das ist cool. Und Hitzewelle produzieren sie einen Hitzestrahl, mit dem sie Feinde in der Nähe betäuben und feindliche Ausrüstung zerstören. Das ist mal eine coole Sache. Wir gehen mal auf ihn drauf. Ihr seht schon, er ist goldfarben an. Er sieht auch ein bisschen aus wie der Firefly aus Batman. Und sorry. Oh, in Blau. Nee, ist doch weiß. Sorry, ich habe mich fast schon vertan und habe schon gehofft. Ja, hier sieht er aus, wie eine, als hätte er eine kleine Gasmaske an. Sieht aber nicht schlecht aus.
Hier sieht er aus wie aus, na, sagt mal schnell, es gibt ein Spiel, da sieht das so ähnlich aus. Ghost Recon. Und die hier natürlich auch wie ein Ghost Recon. Auf jeden Fall alle sehr, sehr cool. Was uns hier noch erwarten wird, ich bin mal gespannt. Wie gesagt, hier die ersten vier kann man benutzen. Man kriegt am Anfang einen Punkt, also investiert den gut. Ich habe euch jetzt alles über jeden erzählt, alles gezeigt. Also jetzt müsstet ihr im besten Bilde sein. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch mal einen Daumen nach oben. Folgt mir und ansonsten schaut euch einfach meine nächsten Videos an. Bis dahin, falls Fragen bestehen, schreibt sie mir und ansonsten viel Spaß beim Spielen. Haut rein!